für mich ist eigentlich ein ganz, ganz großes Learning, dass das Projektentwicklungsgeschäft und das Baugeschäft einfach sehr, sehr tough ist. Wenn so etwas passiert, denke ich immer, was kann man aus solchen Entwicklungen lernen? Ja. Und was können wir für unser Unternehmen aus dieser Entwicklung lernen? Man hatte das Gefühl, je mehr News ich konsumiere, desto negativer gebiased und geframed bin ich dann auch. Klar. Wenn dein Drumherum und das Orchester sagt, ah, es geht nichts, ist alles schlecht, heißt das nicht zwangsläufig, dass gar nichts mehr geht, dass es keine Transaktionen mehr gibt? Auch für die Schweiz denke ich, dass wir da ein sehr preiswertes Produkt anbieten können, weil die Korrelation zwischen Preis und Nachfrage ist schon extrem in dem Segment. Bin ich da sehr optimistisch, dass wir da in 2024 eine Art Trendumkehr, positive Überraschung vielleicht sehen in der Zinsentwicklung, einfach weil auch natürlich der Druck relativ hoch sein wird, auch wirtschaftlich. Guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Grüße miteinander aus Affoltern im Price Hotel. Bei uns in der schönen Lobby. Hier zu meiner Linken, von Ihnen aus gesehen zur Rechten, mein lieber und werter Bruder Woschko. Wir haben uns heute zusammengesetzt und wollten einfach mal das Jahr Revue passieren lassen. Es ist wieder ein Jahr vorbei, also wir sind jetzt wieder im Dezember oder 30. November ist heute. Und hatten ja eine ganze Weile dann nicht mehr gepodcastet. Ich glaube, das letzte Gespräch oder den letzten Dialog, den wir geführt haben, war zum erfolgreichen Projektabschluss in Karlsruhe. War eigentlich auch sehr, sehr intuitiv für uns, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir hatten ja da gesagt, wir würden das gerne wiederholen. Aber durch den Hotel-Ramp-Up in Affoltern waren wir da ein bisschen zeitlich eingespannt. Jetzt haben wir uns die Zeit genommen heute Abend, obwohl es nicht wirklich weniger wird mit der Arbeit, sondern eher mehr. Aber wir haben gedacht, das schulden wir Ihnen. Das ist für uns auch dann nochmal schön zu reflektieren, was denn dieses Jahr alles so passiert ist. Welche Herausforderungen gab es, was haben wir denn sehr gut tackeln und umsetzen können, was haben wir lernen können, was gab es für unvorhergesehene Geschehnisse, tritt ja auch hin und wieder mal ein, und dann vielleicht schon so einen kleinen Ausblick geben für das Jahr 2024. Da gibt es ja schon einige Sachen in der Pipeline. Der Interlaken-Teaser wurde ja schon veröffentlicht, das heißt, das zweite Hotel befindet sich im Aufbau nicht, sondern ist eigentlich schon ein laufender Betrieb. Es ist eigentlich schon ein bestehendes und super funktionierendes Hotel. Und da wird eben der Betrieb im Januar dann übernommen. Da werde ich dann auch ein bisschen Zeit in Interlaken verbringen. Da freuen wir uns auch schon sehr. Und ich habe jetzt gedacht, für uns zwei, dass wir so ein bisschen rekapitulieren, jetzt einfach auch aus deiner Sicht, was jetzt dir so in 2023 hängen geblieben ist, dann vielleicht auch auf den neuen Geschäftszweig eingehen mit dem Hotelgeschäft, mit dem Hotelbetrieb, warum, welche Potenziale hat es, welche Gründe gab es, um solche oder die Entscheidung oder den Weg nochmal zu gehen. Und genau, würde jetzt, glaube ich, am besten, um den Übergang dahin zu bekommen, damit starten, jetzt mit dem Hotelprojekt. Ist ja aus meiner Sicht sehr, sehr schön und sehr behaglich dann geworden und angenehm. Deswegen sitzen wir dann auch hier. Wie hast du es so wahrgenommen? Wie war es für dich über die ganze Zeit, auch der Ramp-up? Welche Sachen liefen besonders gut? Auf was bist du da besonders stolz? Was hast du vielleicht daraus gelernt? Oder was ist so die Bilanz, das Fazit aus dem Projekt Affoltern am Albis Price Hotel? Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Einleitung, kann man sagen. Ja. Grundsätzlich habe ich eigentlich für mich mitgenommen, dass eigentlich das Hotelgeschäft als solches. Ich war immer mit dem Hotelgeschäft eigentlich positiv assoziiert, eigentlich schon seit ich 18, 19 bin, hatte ich eigentlich das erste Buch gelesen von Conrad Hilton, die Biografie. Und dann hatte ich immer mal wieder mit dem Hotelgewerbe zu tun und war dann als Student auch mal an der Rezeption. Und dann haben wir ja das Hotel Berghans gebaut in Bosnien. Genau. Und so weiter und so fort. Und was ich eigentlich all die Jahre festgestellt habe, ist, dass es
aus meiner Sicht ein attraktives Geschäft mit viel Potenzial. Es ist auch ein Basisgeschäft, wo die Leute einfach immer brauchen. Man braucht immer Übernachtungsmöglichkeiten und idealerweise preiswert. Und ich habe dieses Jahr und gerade durch den Ramp-Up jetzt auch festgestellt, dass es eben nicht nur sozusagen, dass es nicht nur klassische Individualbuchungen gibt, wie man sich sonst so vorstellt, gerade Geschäftsreisende, die dann vielleicht 1-2 Tage bleiben, sondern dass es eigentlich eine sehr, sehr große Industrie ist mit ganz vielen Tour-Operatoren, die aktiv sind, die nach Flächen oder eben am Übernachtungsmöglichkeiten suchen. Das ist eigentlich sehr divers, ist die Struktur des Hotelmarkts und nicht nur fokussiert sozusagen auf einen, den uns bekannten Markt, der Markt der Individualreisenden, sondern gerade auch durch meine Teilnahme in London auf dem WTM, auf der großen Messe, hab ich eben gemerkt, wie groß diese Industrie ist. Und große Industrien haben auch immer große Potenziale. Und dementsprechend bin ich froh, dass wir diesen Geschäftszweig, den neuen, gegründet haben und jetzt auch für die Schweiz denke ich, dass wir da ein sehr preiswertes Produkt anbieten können. Das habe ich dann auch gelernt für mich, dass natürlich das Thema Pricing eben extrem wichtig ist und auch seine Kosten im Griff zu haben, um einfach oder Kostenersparnisse auch an Gäste weiterzugeben, weil die Korrelation zwischen Preis und Nachfrage ist schon extrem in dem Segment, extrem positiv korreliert. Das heißt, die Nachfrage steigt eben sehr stark an, wenn man preislich kompetitiv ist und das versuchen wir zu sein und sind auch stolz, dass wir es jetzt sozusagen hinbekommen haben, auch mit dem Ramp-Up, weil ja eigentlich jeden Monat mehr und mehr Umsatz generiert, haben auch verschiedenste Reisende ansprechen können, zum einen Individualreisen natürlich auch mit dem günstigen, guten Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man sagen. Auch verschiedene Kanäle. Verschiedene Kanäle, sei es jetzt über Social Media, sei es über Booking, sei es auch direkt ganz oder auch über Unternehmen aus der Region, die wir ansprechen, mit denen wir auch in Kontakt sind. Zum anderen aber auch natürlich Tour-Operator, die ihre Gruppen sozusagen aus dem asiatischen Raum, aber auch aus dem amerikanischen Raum, die eben nach Übernachtungsmöglichkeiten suchen, die schon ein Jahr vorher eigentlich schon auf der Suche sind nach passenden Flächen, nach passenden Übernachtungsmöglichkeiten. Das heißt, irgendwo gelten immer noch die bekannten Regeln, jetzt nicht nur in der Immobilienbranche, Lage, 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 sondern auch Pricing und Skalierbarkeit. Wenn man das irgendwo kombinieren kann, insbesondere in so einem Hochpreisland wie der Schweiz. Absolut. Mit dem Standort Affoltern am Albis. Kennt man ja so vielleicht nicht aus dem deutschsprachigen Raum oder wenn man aus Süddeutschland kommt, hat man es vielleicht nicht so gehört. Aber wenn man dann wirklich mal zu normalen Verkehrszeiten fährt, dann merkt man eigentlich, das ist eigentlich aus dem Zentrum Zürich dann in 15, 16 Minuten mit dem Auto. Absolut. Und ich denke auch, dass wir da auch eine ganz gute Nische eben erreicht. Ich bin eigentlich überzeugt, dass dieser Design-Budget-Markt eigentlich auch in der Schweiz noch sehr viel stärker wachsen wird in der Zukunft und dass wir da auch in der Zukunft, da verhandeln wir ja schon einige Hotelprojekte glücklicherweise, dass wir da, sage ich mal, mit der Strategie 30 Minuten von den Hauptzentren, Hauptnachfragefaktoren eben entfernt zu sein und dadurch sozusagen wieder ein kompetitives Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten zu können, dass wir da in einem guten Segment unterwegs sind. Und da hätte ich große Lust, dieses Segment eben auch weiter auszubauen. Sehr schön. Was ich mir noch notiert habe, was, glaube ich, ein spannender Punkt ist oder interessanter Punkt, den man ansprechen sollte, ist, sind eben diese unkonventionellen oder sich eben durch verschiedene Situationen oder Konstellationen ergebende Geschäftstätigkeiten, wie sich das dann ergibt, dass jetzt eben dieses, ich bin ein Makler für Gewerbeimmobilien, für Privatimmobilien, nutze da mein Know-how, mein Netzwerk und fusioniere, kombiniere das jetzt doch wieder mit dem Hotelgeschäft als Betreiber, als Inhaber, sowohl als auch in unserem Fall Synergien jetzt in dieser doch eher unüblichen Kombo Makler und Hotelbetreiber. Siehst du da besondere Chancen, um, sage ich mal, im Markt dir Vorteile, Wettbewerbsvorteile zu schaffen? Oder siehst du da Schnittmengen, die dich dann in eine höhere Preis-Competitiveness bringen? Was ist da so dein Standpunkt? Ja, also ich das ist eine gute Frage. Ich denke, das befruchtet sich gegenseitig sehr stark. Ich glaube, dass die
Also es gibt eigentlich zwei Aspekte, die ich sehe. Zum einen ist es natürlich schön, dass wir über das Beratungsgeschäft, über das Marktgeschäft, ich sag mal, das Privileg haben, eben mit unseren Kunden zu wachsen, auch die Kunden auch mit neuen Standorten zu beraten. Und da erkennt man natürlich auch gewisse Trends, wo sich die Märkte hinentwickeln im Tourismusmarkt. Und diese Trends sozusagen zu nutzen, sei es jetzt in der Technologie, sei es beim Personal oder sei es bei der Positionierung, in welchen Nischen man sich bewegt oder auch im Doing, im Operational Doing, was sage ich mal, gute Betreiber gut machen und das eben auch zu erlernen oder das sozusagen auch für sich anzuwenden. Das sind natürlich, man kann sagen, Informationsvorteil, weil man die Trends schon so ein bisschen hautnah erlebt im Beratungsgeschäft und weiß oder versucht zu wissen, wo der Markt oder wo die Trends langfristig hingehen. Das sage ich mal Punkt 1, der aus meiner Sicht sehr elementar ist. Der zweite Aspekt ist das Thema Personal und Personalakquise. Ich denke, dadurch, dass wir in der Lage sind, verschiedenste Businesslinien eben aufzubauen innerhalb der Amantus-Gruppe oder dadurch, dass wir es versuchen, kann man sagen, ja. Und das jetzt auch erfolgreich gemacht haben im Hotelsegment, denke ich, können wir eine höhere Schnittmenge an jungen Talenten ansprechen, die sozusagen unternehmerisch denken und die sagen, okay, vielleicht kann ich mal im Maklergeschäft einschnuppern, merken und sehen, was da wichtig ist, was da sozusagen die Werttreiber sind. Um mich aber dann, wenn ich mich dann weiterentwickeln möchte, dann kann ich entweder auch im Hotelsegment wachsen oder ich führe dann irgendwann auch als Niederlassungsleiter einen Standort oder als Partner im Maklerbereich. Also es gibt einfach mal noch einen weiteren Bereich, einen weiteren Layer, wo man sozusagen seine Stärken testen kann und dann auch seine Stärken einbringen kann. Und ich glaube, das Ziel von uns ist ja natürlich auch ein wachsendes Unternehmen zu bleiben, um einfach jungen Personen die Möglichkeit zu geben, auch selber, wenn sie dann, sag ich mal, die Zeit investieren, sich gut zu entwickeln und dann auch die Perspektive zu bekommen, eben möglichst innerhalb des Netzwerks von Amantus sich zu entwickeln und da sich einzubringen und vielleicht auch Stärken zu erkennen, die man vorher gar nicht so gesehen hat. Also das sind eigentlich die zwei Punkte, wo ich sage, das finde ich halt einen sehr, ja, sehr ergänzenden, wo man eigentlich vorher gar nicht denkt, dass es sich ergänzt oder dass es da eine Synergie gibt. Kann ich mir vorstellen, dass es jetzt eben langfristig eine positive Entwicklung sein wird. Das ging mir da genauso, weil das habe ich sehr, sehr oft gehört, jetzt auch durch die Interviews, die man führt mit Bewerbern, die man dann einlädt und sich austauscht. Sehr, sehr viele haben einfach die Bewerbung rausgeschickt und man fragt, was hat Sie denn da interessiert? War das jetzt der Podcast oder der Content, den wir machen, den wir übrigens sehr gut machen? Auch da wieder großes Lob an unser Team. Machen da einen super Job, wird immer besser und man denkt immer, okay, wir setzen noch einen rauf, aber dann wird es doch wieder ein Stück besser. Es wird sehr, sehr oft, höre ich die Antwort, ja, wir haben gesehen, es ist zwar hier der Betrieb und wir fanden das Design schön und das Hotel, dann war das irgendwie in einer guten Lage und nahe am Wohnort, aber wir haben auch gesehen, Sie machen dann ja auch noch andere Themen da in Stuttgart und Sie sind dann ja auch noch in Luzern und haben da Immobilienprojekte und Ihr Team ist da so jung und aus allen Regionen der Welt irgendwie und motiviert und es hat uns gefallen und dann auch haben wir den einen oder anderen Podcast gehört. Da habe ich dann schon gemerkt, okay, es ist nicht, man würde sich wahrscheinlich mutmaßlich jetzt deutlich schwerer tun, wenn die Unternehmung und das Projekt quasi am Ausgang endet und man sagt, Klar. Das ist jetzt quasi das Hotel und das ist der Scale und in 5 Jahren ist es immer noch das Hotel und der Scale und da rechts und links und darüber hinaus gibt es eigentlich nicht mehr viel. Und wir haben ja immer schon gesagt, dass wir von Tag 1 eigentlich diese vertikale Integration dann irgendwo fördern, dass wir jetzt so eine Diskussion dann führen, aber auch eigenhändisch dann organisieren können, aufzeichnen können, korrigieren können, reflektieren können und sagen, wir treiben dann das Marketing auch voran. Das hilft uns, glaube ich, jetzt auch im Hotelsegment, ob das dann Printmedien sind, ob das dann Ads sind, ob das solche Diskussionen hier sind. Ich glaube, das hilft, aber ich habe das auch in der Personalakquise ganz stark gemerkt, es reicht eben nicht mehr zu sagen, man hat einen sicheren Job, ist am Empfang oder schafft dann als Gouvernante im Housekeeping und darüber hinaus gibt es nicht, sondern es sind dann eben spannende Themen. Es ist jetzt mit Interlaken, kann man dann auch, wenn man gerne mal das Berner Oberland besuchen unbedingt, möchte. Und, unbedingt vorbeikommen. Sehr empfehlenswert, eine sehr, sehr schöne Region. Also es gibt wirklich schlimmere
Orte zum Arbeiten. Deswegen, ich weiß, da wird wieder viel Arbeit auf uns warten, aber ich freue mich da wirklich sehr drauf, obwohl dieses Jahr schon auch sehr intensiv war, wie eigentlich jedes Jahr seit der Gründung. Ohne Arbeit. Aber von nichts kommt am Ende nichts. Macht aber dann trotzdem, glaube ich, sehr viel Spaß, wenn man das Ergebnis dann sieht, glaube ich. Absolut. Und man lernt natürlich auch immer dazu, weil man lernt auch die verschiedensten Kulturen und die unterschiedlichen Nuancen kennen, sage ich mal, von Region zu Region. Weil man natürlich auch mit dem Hotel irgendwo ein regionales Investment hat und verankert ist automatisch in der Gemeinde, in der Region. Und das ist für mich auch immer so ein schöne Entwicklung, dass man für sich einfach auch dazulernt, okay, was macht denn die eine Region aus und die andere? Und so lernt man auch als Mensch einfach dazu und kann sich dann auch international weiterentwickeln. Und ich bin sehr froh, dass wir uns auch für die Schweiz entschieden haben, dass wir hier unser Hotelgeschäft etabliert haben. Zunächst ist es ja auch der Fokus von uns, hauptsächlich in der Schweiz zu bleiben. Und über den Development-Part lernt man natürlich die Schweiz nochmal ganz anders kennen, als wie wenn man, sag ich mal, nur ein reiner Berater, reiner Makler ist, der dann vielleicht, da lernt man es auch kennen, weil man eben in den einzelnen Städten sein muss und die Städte sich anschauen muss. Aber die Nuancen lernt man dann auch kennen, wenn man dann die Verträge auch im Hotelsegment abschließt. Und da bin ich auch froh, dass es jetzt geklappt hat, auch in Interlaken, dass wir das Vertrauen geschenkt bekommen haben. Und da bin ich auch sehr, es wird eine Herausforderung sein, wie natürlich jedes neue Geschäft, was man etabliert. Aber dennoch bin ich da hoch motiviert, dass wir da echt ein gutes Produkt an den Markt bringen werden und es vielleicht langfristig noch weiter optimieren werden. Und dementsprechend, ja, und es auch natürlich macht es auch Spaß als sozusagen partnerorientierte, familienorientierte Company, da gemeinsam auch, dass wir beide da gut zusammenarbeiten können. Du mit deinem eher technisch strukturierten Fokus, ich eher mit dem Development-Fokus sozusagen, eher auf der Business-Seite, auf der Sales-Seite. Macht natürlich sehr viel Spaß, dass man auch so viel Zeit miteinander verbringen kann und jetzt über die Weiterentwicklung von Amantus philosophieren kann. Dazu laden wir auch unsere Partner ein, sei es der Herr Neier oder der Herr Kümmerle oder Kaito Weingart. Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Das macht dann immer Spaß, mit den Kollegen sich dann nochmal auszutauschen. Und man merkt so richtig, dass die Stimmung natürlich sehr gut ist, wenn man eben auch expandieren kann, wenn man sich verschiedenartig entfalten kann als Kollege, als Partner. Und die Motivation, dann nochmal die letzte Meile zu gehen, was ja oftmals in beiden Geschäften eben notwendig ist, ist dann halt nochmal höher, weil man weiß, okay, das ist, man ist da mit investiert, man ist da mit dabei und man baut da vielleicht langfristig, Step by Step, etwas Größeres auf. Ja, das ist in der Tat so, kann ich nur bestätigen. Du hast ja schon so ein bisschen angerissen, auch zum Maklergeschäft wollte ich da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, dass wir jetzt den Fokus nicht nur gänzlich auf das Hotel legen, aber klar, wie so oft, ist greifbar, ne? Hotel, wir sitzen hier, ist entspannt und cozy und kann sich jeder was drunter vorstellen, eine Herberge, eine Unterkunft, kann jeder was mit anfangen, wenn man natürlich anfängt über Projektentwicklungsthemen und Forward-Deals und Share-Deals und Asset-Deals zu reden, zu philosophieren. Und das ist einfach eine Dienstleistung, was immateriell ist, was man einfach nicht so jedem ad hoc erklären kann. Aber so ein Hotel, das sieht man dann und das ist ein Ergebnis. Und absolut. Nichtsdestotrotz zum vielleicht Maklergeschäft noch ein, zwei Anekdoten. Ist ja eine schwierige Zeit, 2023, obwohl, glaube ich, deine Deals und deine erfolgreichen Abschlüsse dem Ganzen so ein bisschen entgegenstehen, dass es eigentlich wieder erfolgreicher war als das Jahr zuvor. Da tanzt du vielleicht so ein bisschen aus der Reihe, weil du einfach Deals umsetzt, die Otto normal vielleicht nicht hinbekommt. Und hatten ja Anfang des Jahres ja auch schon zum erfolgreichen Deals damals in Karlsruhe gesprochen. Aber vielleicht dazu zwei Fragen. Stimmung auf dem Immobilienmarkt, hohe Zinsen, Baustopp, Position Amantus, Deutschland, Schweiz. Was ist so dein
Statement dazu, man kann daraus jetzt dann auch 3 Stunden diskutieren, um da trotzdem am Ende keine Antwort zu erhalten. Aber wie blickst du da auf den Markt und wie blickst du zurück auf 2023, was jetzt deine Abschlüsse, deine erfolgreichen Deals angeht? Welcher war besonders, oder welcher liegt dir da besonders am Herzen? Auf welchen bist du besonders stolz, dass er dann trotz dieser stürmischen, widrigen Bedingungen, in denen wir uns befinden, die hoffentlich dann mal irgendwann besser werden in absehbarer Zeit. Was fällt dir dazu ein und wie ist da so dein Gut-Feeling zum aktuellen Immobilienmarkt, sowohl Deutschland als auch Schweiz? Ja, also ist natürlich eine sehr weit gestellte Frage. Ist natürlich, ich stimme dir zu, die Stimmung ist nicht so gut aktuell am Markt. Das liegt natürlich an den hohen Zinsen und an den noch immer konsequent hohen Baukosten. Und da rechnen sich natürlich viele, also wenn das Zinsniveau jetzt so bleibt, rechnen sich viele Projekte nicht. Und da muss man auch einmal politisch dagegen steuern, damit dann auch genügend Wohnungen gebaut werden und genügend Hotels und Logistikanlagen gebaut werden, die notwendig sind. Das vielleicht dazu grundsätzlich, vielleicht zeichnet es uns aus ein bisschen, dass wir, also wir haben, ich habe immer versucht, auch unserem Team gegenüber, sag ich mal, ein gewisses positives Mindset eben und auch eine lösungsorientierte Denkweise sozusagen zu übermitteln, weil ich selber eigentlich immer sehr, sehr positiv bin und mir die Entwicklungen angeschaut habe. Und wir hatten, ja, ich würde sagen, wir hatten die richtige Entscheidung getroffen, dass wir relativ zeitnah entschlossen haben, uns stark aufs Vermietungsgeschäft zu fokussieren. Und innerhalb des Vermietungsgeschäfts, das hat man natürlich auch gleich gemerkt, durch die hohen Zinsen, habe ich auch schon erwartet, dass die Transaktionen im Invest oder haben wir erwartet, dass die Transaktionen im Investmentbereich zurückgehen werden, weil es einfach sehr schwierig ist, für Projektentwickler eben eine ausreichende Marge zu erzielen. Nichtsdestotrotz wird natürlich Fläche, wenn weniger Fläche gebaut wird, wird es umso wichtiger sein, eben für die passenden Nutzer eben die richtigen Flächen zu finden. Und die erste Optimierung war sozusagen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns auf das Vermietungsgeschäft fokussieren und innerhalb des Vermietungsgeschäfts wollen wir uns auf Genres fokussieren, die eben an sich schon gut funktionieren und einfach einen hohen Bedarf haben an eine hohe Nachfrage eben aufweisen. Und das erste Segment war eben der Bereich Service Apartments, wo wir gesehen haben, während Corona waren eigentlich die Auslastungen weiterhin sehr hoch. Dadurch, dass die Service-Apartment-Betreiber in Deutschland da kein Personal eigentlich vor Ort haben, ja, klar. War das sozusagen eine ganz gute Schlussfolgerung, dass die auch nach Corona nochmal eigentlich auch das Cash haben und auch die Profits generiert haben, die sie dann nach der Corona-Krise eben dann nochmal nach vorne... Kriegskasse ist voll. Genau, ja. Nach vorne katapultieren können. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also ich weiß nicht, ob das allseits bekannt ist, aber es gab ja diverse Finanzierungsrunden eben im VC-Bereich von verschiedensten Anbietern, die miteinander konkurrieren, die wir auch beraten durften. Ein Beispiel ist eben Limehome. Und daran merkt man eben, dass dieser Service-Apartment-Markt sich A, sehr, sehr professionalisiert hat und B, eben auch sehr guten Zugang eben zu liquiden Mitteln aus dem Kapitalmarkt eben immer noch verfügt, weil eben die Wachstumsraten da sind, wo sie sind. Und wir als Berater sind natürlich wie eine Ableitung aus dieser Entwicklung eben im Markt und haben uns halt früh darauf fokussiert, sodass wir, glaube ich, dieses Jahr über 5 Mietvertragsabschlüsse mit der Firma Limehome machen durften. Mhm. Vielen Dank auch an der Stelle, dass es so gut funktioniert hat. Und darauf haben wir uns dann sozusagen fokussiert und sind dann im nächsten Schritt parallel, dank meinem guten Kollegen, dem Herrn Kümmerle, haben wir uns dann auch weiterhin in der Vermietung positioniert im Logistikbereich. Da sind uns auch 1-2 größere Deals gelungen mit Vermietungen mit der Firma Picknick beispielsweise, wo auch sehr gut funktioniert haben. Und wir sind eigentlich ja glücklicherweise in diesen Segmenten tätig gewesen, die eben eine hohe Nachfrage aufgewiesen haben, die vielleicht auch etwas von der etwas fehlenden, schwächelnden Büronachfrage im Zuge, also nach Corona, eben profitieren konnten. Also die dann halt, wo man halt die Nutzer positionieren konnte, um da Flächen anzumieten, die ursprünglich vielleicht als Büroflächen geplant worden sind, waren dann oftmals passende Service-Apartment-Flächen.
Und im Logistikbereich ist die Nachfrage eigentlich auch während Corona ja hoch gewesen aufgrund des Online-Handels. Und danach ist sie eigentlich konsequent auch weiter hoch geblieben. Und das waren eigentlich so unsere zwei Fokusbausteine im Beratungsgeschäft. Und dadurch konnten wir, glaube ich, die, das muss ich noch jetzt zeigen, wie viele Abschlüsse noch erzielt werden dieses Jahr. Aber Endspurt quasi noch. Aber ich glaube, es ist schon absehbar, dass wir einen höheren Umsatz generiert haben als letztes Jahr im Beratungsgeschäft. Und dementsprechend, glaube ich, ist es, also um es vielleicht abzukürzen, aus meiner Sicht ist es wichtig, positiv in die Zukunft zu blicken, auch gerade in Krisenzeiten quasi einen kühlen Kopf zu bewahren und zu überlegen, wie kann man die Probleme, die entstehen, am besten lösen als Berater und sich selber zu limitieren oder zu sagen, das geht nicht, das ist relativ einfach. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, aktiv an Lösungen zu arbeiten. Gerade wenn eben es mehr Probleme gibt durch den Fundamental oder durch den Markt an sich, da nochmal in die Lösungsfindung einzusteigen und da wirklich dafür zu kämpfen, dass es dann halt auch Lösungen gibt. Vielleicht um das noch zu ergänzen, sehe ich genauso. Ich glaube, diesen stoischen Ansatz fahren und zu sagen, keine Energie darin verschwenden über Dinge, die man eben nicht beeinflussen kann. Absolut. Du kriegst den Zins nicht runter. Absolut. Du kriegst auch die Baukosten jetzt erstmal nicht so ausgehebelt, fokussiere dich auf die Sachen, die du aktiv beeinflussen kannst. Und auf die Ableitung der Entwicklung. Genau, und sei sensitiv und schau dir deine Environments an und fahr nicht irgendwie eine Formel ab geh nicht einen Weg entlang, wo du zwar die letzten 2-3 Jahre sehr erfolgreich am warst, sondern wenn man dann merkt, diese Trajektorie, die geht komplett in eine andere Richtung und man versucht aber trotzdem krampfhaft noch den Forward-Deal oder die Entwicklung oder dann irgendwie zu einem hohen Multiplikator irgendwas rauszudrehen, das geht nicht mehr. Und da glaube ich, da hast du schon, als wir dann auch dann in der Vergangenheit darüber gesprochen haben, sehr, sehr früh Gespür dafür gehabt, wo es dann irgendwo hingeht. Das ist, wenn man das Gesamtverständnis, glaube ich, mitbringt, sehr hilfreich. Und du machst das ja schon einige Jahre und kennst dich da ja gut aus. Und ich glaube, dieses Stoische und auch dieses, wenn dein Umfeld so ein bisschen diesen Strom meiden, auch wenn das Umfeld allgemein negativ spricht, wir hatten es ja, glaube ich, alle jetzt gespürt zu Corona-Zeiten, wenn man hatte das Gefühl, je mehr News ich konsumiere, je mehr Content über Corona ich inhaliere, desto negativer gebiased und geframed bin ich dann auch. Klar. Klar, es ist nichts Gutes und es bringt auch nicht zu sagen, ich schott mich ab und lass mich komplett nicht beeinflussen und verweigere jede Information, bringt auch nichts. Aber dieses, wenn dein Drumherum und das Orchester sagt, es geht nichts, ist alles schlecht, heißt das nicht zwangsläufig, dass gar nichts mehr geht, dass es keine Transaktionen mehr gibt, dass nicht vielleicht doch irgendwo jemand gibt, der gerade diese Entwicklung dann zu seinem Vorteil nutzen kann, absolut, weil er in Corona sehr stark profitiert hat, hat jetzt vielleicht mit einer Firma ganz viele Masken verkauft und war vielleicht in der Pharma, hat auf einmal Anpassungsfähigkeit bewiesen, kann jetzt aber erfolgreich attraktive Businesses vielleicht schießen, die jetzt abschließen und sucht da vielleicht Chancen, und die man dann liefern kann. Du hast genau richtig gesagt. Also ich glaube, am Ende des Tages zählt der richtige Fokus. Mhm. Gott sei Dank sind wir ja da sehr anpassungsfähig. Klar, wenn wir jetzt natürlich 500 Mitarbeiter hätten, wäre das natürlich schwieriger, sich da zu fokussieren. Aber dennoch glaube ich, dadurch, dass wir eine relativ kleine, überschaubare Größe noch haben, können wir da natürlich schneller Speedboat-mäßig reagieren und uns da links und rechts positionieren oder in diese Fokusgebiete, die eben noch gut funktionieren, um da eben noch weiterhin Transaktionen begleiten zu dürfen. Ich glaube, das ist das Entscheidende und ist so ein bisschen, es ist manchmal kontraintuitiv, aber ich denke, das ist, wie du es richtig gesagt hast, wenn man eben auf Fakten basiert handelt und dann auch den richtigen Fokus setzt und in Lösungen denkt, und sich selber nicht limitiert durch Anpassung quasi nach unten oder durch negatives Feedback vom Markt, dann glaube ich, kann man auch erfolgreich sein in diesen Zeiten. Aber dazu gehört auch oftmals natürlich Opfer bringen, geringere Margen akzeptieren etc. Also da mehr Energie reinstecken. Und ich meine, jeder macht Fehler und die Fehler gilt es zu korrigieren und da
und da eben eher nach vorne zu denken und nicht so sehr nach hinten quasi nur in die Vergangenheit zu schauen. Und ja. Opportunitäten gab es immer. Es gab immer Profiteure in allen Krisen, historisch. So ist es. Wenn man sich dann auf die vielleicht 10% Opportunitäten fokussiert, dann fährt man trotzdem besser, als wenn man auf die 80% Opportunitäten schaut, die vor einem Jahr vorhanden waren, aber die jetzt weg sind und sich dann auf was, was man nicht beeinflussen kann, was man, von dem man nichts erwirtschaften kann, das ist dann irgendwo vergeudete Zeit, Energie und deswegen, ich habe da auch eine positive Erwartungshaltung für 2024. Mhm. Weiß nicht, ob du das noch fragen wolltest. Ja, indirekt, das wäre so ein bisschen auch der nächste Punkt. Vorsätze oder auch 2024, genau. Genau, von daher, ich bin da auch, was die Transaktionen angeht und was die Projekte angeht, bin ich da sehr optimistisch, dass wir da in 2024 eine Art Trendumkehr, vielleicht ab Mitte des Jahres, ich bin da jetzt auch kein Hellseher, aber ich würde sagen, ab Mitte des Jahres eine gewisse positive Überraschung vielleicht sehen in der Zinsentwicklung, einfach weil auch natürlich der Druck relativ hoch sein wird, auch wirtschaftlich, da seitens der Zentralbank vielleicht zu agieren und da vielleicht eher wieder einen Stimulus in den Markt zu bringen, der auf der positiven Seite überrascht, der dann dadurch wiederum eine etwas höhere Nachfrage im Immobiliensektor verursacht, um einfach oder in anderer Form, dass eine andere positive Überraschung vielleicht um die Ecke kommt, sei es politisch mit einer Förderung, die vielleicht vorher nicht so geplant war, oder schnelleren Abschreibungen, höheren Abschreibungen, Konjunkturpakete. Also ich habe die Erwartungshaltung, dass da vielleicht was kommen könnte 2024, und dass dann auch deutlich mehr Transaktionen im Investmentbereich, Vermietungsbereich haben wir ja weiterhin sehr viele Transaktionen, die wir begleiten dürfen, aber im Investmentbereich dann eben nochmal verstärkt sich entwickeln werden. Und dementsprechend, ja, hoffen wir alle, dass die geopolitischen Risiken sich vielleicht auch etwas reduzieren und dass da auch Lösungen gefunden werden, und dass da etwas Ruhe einkehrt. Das wünschen wir natürlich allen Betroffenen. Das ist eine sehr schwierige Situation. Mhm. Und wie du es vorhin richtig gesagt hast, ich glaube, das Beste ist, sich auf den Mikrokosmos zu fokussieren, den man wirklich konstruktiv, positiv beeinflussen kann, und da in Ideen und Lösungen zu denken. Und die Dinge so anzunehmen, wie sie kommen, und dann das Beste draus zu machen. Zu schauen, okay, das sind die Karten, die ich habe. Richtig. Die, mit denen kann ich spielen, die anderen, die kann ich eh nicht beeinflussen. Deswegen brauche ich jetzt da keinen Fokus drauf setzen, sondern muss ich hinnehmen und das Beste draus machen. Absolut, ja. Absolut. Vielleicht noch einen Punkt zu der Immobilienbranche und allgemein. Ich habe ein bisschen hergerissen. Soll man es ansprechen, ist ein delikates Thema und man weiß auch nicht alles und man will da auch nicht, auf Deutsch gesagt, klugscheißern und kommentieren, wo man keine Infos hat. Nichtsdestotrotz war ja jetzt die Bekanntgebung gestern, die Insolvenz, der Insolvenzantrag von der Signa Holding in Wien wurde gestellt. Das ganze Konstrukt, man hat ja oft auch mal darüber gesprochen, was da schon sehr, sehr gut umgesetzt wurde und wie schnell und wie groß sowas dann auch aufgebaut wurde vom Herrn Benko, und dass das jetzt auf einmal so implodiert, kann jetzt auch wieder vielleicht neue Herausforderungen produzieren, sei es jetzt die involvierten Banken, sei es jetzt die Beschäftigten, ich weiß nicht, wie viele da insgesamt dann beschäftigt sind oder wie viele da betroffen sind. Heute kam die Nachricht, irgendwie Karstadt sei dann zum Verkauf irgendwie ausgeschrieben. Und ist es dann, gibt es jetzt nochmal so ein Beben in der Branche, oder sagst du, kann man daraus vielleicht für sich selber ein Learning irgendwo ziehen, oder wo hätte man nicht es besser gemacht, sondern einfach nur, wo kann man sagen, kommt man in so eine Situation, kriegt man da vielleicht, muss man da anders reagieren, oder wie konnte es so weit kommen? Einfach nur ankratzen vielleicht, weil ich fand es schon sehr schade, dass das so passiert ist, und war sehr, absolut, sehr schockiert, weil ich eigentlich dachte, das ist eigentlich ein super vielseitiges und großes Unternehmen und auch in kurzer Zeit und da in der ganzen Dachregion sehr, sehr stark, Milliardenkonzern, und dachte, das
sollten wir mal zumindest mal anreißen. Oder wie ist da so dein? Ja, ich meine, du bist also da tiefer drin, du kennst dich da besser aus. Das schon. Ich bin vielleicht in der Immobilienbranche tiefer drin. Und ich denke, klar, netto ist das für unsere Branche leider ein sehr negatives Ereignis, muss man sagen, weil es ist natürlich, die Signa ist ein sehr großer Player am Markt und hat auch tolle Projekte umgesetzt. Und in so einer Nachbetrachtung vergisst man ja immer, wie viel auch geleistet wurde, oder? Und das muss man ja auch erwähnen, dass es wirklich extrem coole Projekte waren, extrem tolle Projekte auch realisiert worden sind. Grundsätzlich in so einer Situation, wenn so etwas passiert, denke ich immer, was kann man aus solchen Entwicklungen lernen? Ja. Und was können wir für unser Unternehmen aus dieser Entwicklung lernen? Und es ist, und für mich ist eigentlich ein ganz, ganz großes Learning, dass das Projektentwicklungsgeschäft und das Baugeschäft einfach sehr, sehr tough ist. Mhm. Einfach sehr schwierig. Du hattest immer großen Respekt davor, gell? Also ja, ich hatte immer. Auch vor vier Jahren und vor das drei weiß Jahren. Ja noch, ja. Da hast du immer gesagt, bauen. Und obwohl es dann auch Opportunitäten gab, hast du dich immer. Ich hab noch nie ein eigenes Bauvorhaben angefangen innerhalb von 12 Jahren, jetzt 10 Jahren mittlerweile. Für dich dann. Also, das habe ich, du weißt gemieden. Selber, ich hatte das immer gemieden, weil ich einfach extremst Respekt davor habe. Es gibt ja sehr, sehr viele erfolgreiche Projektentwickler, die über 20 Jahre erfolgreich sind und das nachhaltig eigentlich immer sehr gut umsetzen. Davor ziehe ich echt meinen Hut, weil die Kombination, sage ich mal, aus einem instabilen Fundament, man weiß ja nicht, wo der Markt in 4, 5 Jahren sein wird. Jedes Projekt dauert im Durchschnitt irgendwie 4 bis 7 Jahre oder länger, je nachdem, welche Tragweite das Projekt hat. Ja. Und dann sozusagen die richtigen Entscheidungen in puncto Nutzung, in puncto Mietvertrag, in puncto Verkauf im Forward Deal oder fertiggestellt in puncto Finanzierung, variable Zinsen, fixe Zinsen. Variable ist ja eigentlich das hauptsächliche Weg, wie man so eine Projektfinanzierung macht. Dann natürlich eine gewisse sehr hohe Abhängigkeit zu dritten Parteien in der Realisierung von Projekten. Diese Gemengelage ist für mich immer so ein sehr, wie soll man sagen, sehr das Chance-Risiko-Verhältnis ist sehr nicht ausgeglichen. Also es gibt natürlich in guten Zeiten, wenn der Zins immer fällt, dann ist es vielleicht, man weiß ja nicht, ob der Zins immer fällt, also oder wo der Zins sein wird in 4 Jahren, aber man muss variabel finanzieren. Man kennt auch die Baukosten nicht zu 100%. Es gibt in den meisten Projekten ja gewisse Cost-Overruns. Also die Ausgeglichenheit aus Chance, Risiko hat mir immer irgendwie gefehlt. Aber ich ziehe auf der anderen Seite trotzdem meinen Hut vor den Projektentwicklern und Bauträgern, die dann sozusagen das doch durchziehen, obwohl eben das Chance-Risiko-Verhältnis so ist, wie es ist, um einfach oftmals eben auch aus, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, dass man irgendwie Profit macht, sondern weil man eben auch der Stadt gegenüber was anbieten möchte, was sozusagen auch die Lebensqualität der Gesellschaft verbessert in der Stadt oder eben auch Bedarf löst oder Bedarf anbietet oder eigentlich die Flächen anbietet, die nachgefragt werden für den Bedarf der regionalen oder der Anwohner beispielsweise. Das sind eigentlich sehr positive Elemente, wo auch, glaube ich, viele Projektentwickler eben auch mit berücksichtigen und auch dann gerne dieses Projekt dann, die einzelnen Projekte realisieren für den Markt. Und ist ja nicht immer nur profitorientiert. Klar, Profit ist wichtig, aber eine andere Komponente ist natürlich auch, wie sieht mein Track Record aus? Was kann ich für die Stadt tun, um da einfach einen Mehrwert zu generieren für die... Welche Probleme konnte ich lösen? Welche Probleme konnte ich lösen? Und von daher... Ja, glaubst du, dass es einfach ein Stück weit zu lange niedrige Zinsen gab und die Leute dann irgendwann oder einfach man allgemein denkt, es ist einfach schon, es war jetzt fast 10 Jahre, glaube ich, der Fall oder sogar länger nach 2011. Ich glaube, 15 Jahre mittlerweile. Na, kann es sein, dass dann irgendwann das Ganze als Status quo, als Normalzustand, als gegeben, als quasi unveränderlich und es war immer schon so und es wird auch immer so bleiben, wahrgenommen wird, weil es ist ja wie wenn es Ray Dalio in seinen Cycles irgendwo erklärt, wenn du dir dann
inkrementell einen Ausschnitt rausziehst, dann ist zwar diese Sinuskurve, wenn du sie auf einem großen Zeithorizont abbildest, schön kurvig und verläuft hoch und runter. Wenn aber dann den Timeframe runtersetzt, dann ist das Ding plötzlich komplett kerzengerade und man denkt, es ändert sich nichts. Änderungsrate null, weil Zeitfenster klar. Klein. Klar. Und kann das ein Faktor gespielt haben, dass man dann nicht sagt, Mensch, irgendwann dreht es und dann dreht es schnell und man weiß nicht wann oder ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich habe da mal auch ein Buch dazu gelesen oder so, mich da mal damit beschäftigt mit dem Thema Behavioral Finance, wie Marktplayer quasi die Entwicklung einschätzen und wie sie vielleicht welche Art von Tenets es gibt, warum sich gewisse Marktplayer so entscheiden oder so entscheiden. Und es gibt so einen Basiseffekt, der nennt sich Feedback Loop. Sozusagen. Und Feedback Loop bedeutet, wenn man konsequent über 10 Jahre lang eigentlich immer positives Feedback erhält für seine Tätigkeiten, für seine Taten, dann hat es die psychologische Wirkung, dass man eigentlich denkt, wenn man jetzt 10-mal hintereinander oder 15-mal hintereinander eigentlich immer positive Resonanz durch das Verhalten bekommen hat, dass man eigentlich das nächste Mal, den 16. oder 17. Mal, es immer noch so denkt, dass es dann so kommen kann. Und dass man dann vielleicht eher die Entwicklung, die quasi beneath im Untergrund sozusagen laufen, dass man die eben dann nicht mehr so richtig wahrnimmt, weil eigentlich diese Feedback-Loop schon so oft positiv abgeschlossen wurde. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, ich meine jetzt vielleicht nicht in diesem Einzelfall, das kann ich nicht bewerten, aber in der Gesamtheit wird es sicherlich eine Rolle gespielt haben. Es ging mir ja genauso oder ging uns ja ähnlich, dass man eigentlich gar nicht glauben konnte, dass auf einmal die Zinsen so stark steigen, oder? Und dass man das jetzt nicht gleich... Nicht, auf einmal man hätte auch sagen können, ja, vielleicht hätten wir etwas schlauer sein können, indem wir vielleicht eine Korrelation erstellt haben zwischen Inflation und Zins. Und als man gesehen hat, dass die Inflation sozusagen deutlich über dem aktuellen Zinsniveau ist, dass man dann quasi gegensteuert. Und wir hätten ja auch unsere Kunden dahingehend beraten können, hätten wir das erkannt. Aber wir haben es dann auch nicht erkannt, muss man sagen. Und dementsprechend ist es einfach sehr schwierig vorauszusehen. Und das macht natürlich so ein Baugeschäft oder Projektentwicklungsgeschäft an sich natürlich sehr schwer kalkulierbar auf lange Sicht. Weil man einfach nie einschätzen kann, zu welchen Konditionen kann ich nachher das Projekt, wenn es fertiggestellt ist, dann auch wirklich verkaufen und wie geht es den Nutzern, die ich heute abschließe vor 2 Jahren? Wie werden die bonitätstechnisch immer noch stark sein in 2 Jahren? Aber da gibt es lauter Fragen, die man vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo man sich entscheidet, für positiv oder oftmals positiv beantwortet oder in 2, 3 Jahren dann sich, obwohl die Entscheidung im Status quo richtig war, ist die Entscheidung dann nach 2, 3 Jahren dennoch die falsche gewesen. Nicht für immer. Genau. So eine Art Halbwertszeit. Und man hat aber keine Chance, die Code zu korrigieren so schnell, weil natürlich Verträge abgeschlossen sind etc. Deswegen, ich finde einfach das Gesamtgeschäft, Projektentwicklung einfach sehr anspruchsvoll. Das heißt, für dich sind da in den Gleichungen zu viele Unbekannte, die du dann absolut offen lassen musst. Genau so kann man sagen. Ne? Ja. Und dann kannst du da nicht... mit probieren, um es jetzt mathematisch irgendwie mit einer mathematischen Analogie darzustellen, dann zur Lösung zu kommen oder beeinflussen, sondern du kannst dann nicht an allen oder nicht an ausreichend Stellschrauben drehen, um dann vielleicht reagieren zu können, sollte etwas nicht funktionieren. So wie jetzt im Maklergeschäft, da hast du es jetzt schon die letzten 4, 5 Jahre, glaube ich, 3-mal gemacht, dann eigentlich vom Projektentwicklung Forward Deal, dann über Wohnen und Entwicklung hin zum Vermietungsgeschäft. Absolut. Ergänzend zum Hotelgeschäft. Aber gibt dir da schon recht, man hat jetzt eine Dynamik, eine Änderungsrate im Markt, im globalen Markt, nimmt man wahr, die zu meiner Zeit früher, als ich noch studiert habe, und so alt bin ich jetzt auch noch nicht, hatte man immer in diesen 7-Jahres-Zyklen in der Autoindustrie irgendwie gesprochen und gesagt, ne, da geht es dann hoch und runter. Und man konnte das perfekt planen über mehrere Jahrzehnte. Und jetzt hast du eigentlich im Vergleich zu 7 Jahren hast du vielleicht 2 Jahre. Richtig. Und das geht digital von ganz unten, dann ein Jahr später nach ganz oben. Das war 2010 und 2011, da war Rekordverlust 2009, 2010.
alles runtergespart, Fixkosten reduziert und danach die Mahn hoch und dann waren es Rekordjahre und die Zinsen blieben niedrig. Absolut, ja. Und das sind auch Themen, die natürlich das Maklergeschäft genauso betreffen wie das Hotelgeschäft, weil die Frage, welchen Einfluss wird KI haben bei uns in unserem Markt, ist ja auch eine Frage, die eine große Frage ist, die wir auch heute gar nicht abschätzen können. Klar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann vielleicht Roboter einsetzen werden an der Rezeption oder wir werden Putzroboter vielleicht einsetzen oder vielleicht gibt es irgendwann eine Disruption im Hotelsegment oder im Hotelmarkt, dass man in Autos, die autonom fahren, auch schlafen kann. Vielleicht hat das einen Einfluss auf die Hotelnachfrage langfristig. Also die Welt, ich denke, die Krise beweist, dass die Welt immer im Wandel ist und dass sie sich dreht. Und dass man eigentlich, um da sozusagen in dieser Welt sozusagen bestehen zu können und auch wirklich kompetitiv zu sein, muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, sehr fleißig sein und ich glaube auch sehr, sehr stark auch die Trends beachten, die sich eben ergeben und sehr adaptiv sein und zu überlegen, okay, wie können wir die Trends, die sich ergeben, eben auch in unserer Entscheidungsfindung heute mit berücksichtigen und da. Man wird von 10 Entscheidungen wird man dennoch 4 falsch machen und 6 werden vielleicht richtig sein. Aber die Quote der richtigen Entscheidung nach oben zu hieven, ich glaube, das ist eigentlich die Zukunft oder die Aufgabe eben von Leadern, das dann auch richtig einzuschätzen. Und es ist schwierig, es wird immer schwieriger, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt, was ja positiv ist und gut. Aber ich denke, das eben zu optimieren, sich selber zu arbeiten, selbstreflektiv zu sein, weiterhin. Ich glaube, das sind ganz wichtige Themen für die Zukunft. Das heißt, ein Boschko wird 2024 sich als Vorsatz nicht geschrieben haben, da baut er zum ersten Mal das neue Hotelprojekt irgendwo in, weiß ich nicht, in Tessin. Oder? Wie du weißt, ich bin Bestands-Guy, kann man sagen. Ich finde Bestand super, da weiß man, was man hat und da kann man drauf aufbauen. Spatz in der Hand, oder? Genau, und dann hat man Fläche und dann kann man in der Fläche ausbauen, konservativ quasi. Und das finde ich eigentlich schon, klar, jeder ist ein anderer Typ. Das macht mir mehr Spaß. Das macht mir mehr Spaß, kann man schon so sagen. Ja. Ist einfach kalkulierbarer für mich. Ja, und jetzt haben wir diese Änderungsrate angesprochen in der Wirtschaft und dieser Speed, dieser Wandel. Diese Geschwindigkeit technologisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, global. New World Order hört man immer mehr. Multipolare Welt. Wenn du jetzt die Wahl hättest oder wenn du jetzt so einen Ausblick gibst, irgendwie auf 5 oder 10 Jahre, würdest du die Unternehmung eher so auslegen, zu sagen, jetzt noch 10 weitere Hotels und dann aber den Umsatz maximiert, dann Bonität maximiert, Anzahl der Mitarbeiter maximiert und dann aber vielleicht Konzentrationsrisiko. Oder hältst du dich dann eher an diesem Small is Beautiful Boutique Reaktionsfähigkeit, dafür aber vielleicht einen sehr bescheidenen Umsatz und eine bescheidene Anzahl an Leuten. Wo würdest du sagen, würdest deine Chips hinpositionieren oder sagen, das ist mein Fokus die nächsten 5 bis 10 Jahre. Sind es jetzt die 10 weiteren Hotels oder sind es wirklich diese Qualität im Team? Und was ist also für dich das Allerwichtigste? Also ich würde sagen, vielleicht 3 Themen. Erstens würde ich sagen, wachsen ja, aber nicht zu jedem Preis. Okay. Wachsen würde ich oder sollten wir nur profitabel. Das heißt, und wann sind wir profitabel? Profitabel sind wir dann, wenn wir einen Mehrwert generieren für Gäste, für unsere Kunden etc. Das heißt, ich glaube, es ist nicht richtig zu sagen, ich will jetzt in 10 Jahren 100 Hotels auf Teufel komm raus und will strukturell extremst wachsen und bin da irgendwie, es passt auch, glaube ich, nicht zu unserer Mentalität, dass wir dann sagen, ja, wir müssen irgendwelche Quartalsziele erfüllen mit Umsatz und auf Teufel komm raus, sondern das Ziel sollte, glaube ich, eher sein, gute Produkte anzubieten am Markt, sei es mit unserer Dienstleistung im Maklerbusiness, quasi im Hotelbusiness, da die letzte Meile zu gehen. Das ist, sage ich mal, der erste Aspekt. Der zweite Aspekt, den ich mir auch selber vorgenommen habe, ist, dass man Dinge noch langfristiger durchdenkt als vorher. Dass man sagt, okay,
Wie kann man, es ist zwar schon eine schnelllebigere Zeit, aber wie kann man dennoch sozusagen sich selber zwingen, langfristig zu denken und dann gewisse Entscheidungen eben aus diesem langfristigen Denken strategisch eben auch abzuleiten und zu sagen, okay, was ist denn, wo bin ich denn heute, was ist denn die richtige Strategie für die Zukunft, für die nächsten 5 Jahre, für die nächsten 10 Jahre, für die nächsten 20 Jahre. Und sobald es inzwischen 5 und 10 Jahre geht, ist es ein extrem schwierig greifbarer Zeitraum. Und für mich, wenn ich darüber immer weiter nachdenke, über das Thema Strategie und Langfristigkeit, dann komme ich eigentlich zu dem Punkt, den ich sagen will. Und das ist ja eigentlich der Punkt, dass wir eigentlich Low Costs haben müssen. Das heißt, das Thema profitabel wachsen ist das eine. Es geht durch die Kreativität und durch Netzwerke und durch Fleiß. Das Thema Kosten ist natürlich auch fleißabhängig, aber ist auch mentalitätsabhängig. Mhm. Das heißt, ich denke, keine Bürokratie aufzubauen in unserer Holding und da einfach sozusagen nur auf Teufel komm raus zu wachsen, hat natürlich auch mit dem profitabel wachsen zu tun, aber ich würde das nochmal betonen, dass wenn man sich alle Konzepte, sei es Amazon anschaut, sei es auch in der Vergangenheit Rockefeller sich anschaut, da habe ich übrigens ein ganz gutes Buch von ihm gelesen, dann sind es Low Costs, weil das ist sehr, sehr nachhaltig. Und dann kann man auch den höchsten Mehrwert bieten und auch profitabel wachsen in der Nische. Und ich glaube, die Kombination für mich langfristig, ich versuche, dass wir gemeinsam eine Firma aufbauen, die langfristig, ich sag mal, Kosten minimiert, aber dann gleichzeitig eben durch das gute Produkt, was man dann anbieten kann, eben den Kunden Mehrwert anbietet, dass man dadurch dann quasi auch profitabel wachsen kann. Und der dritte Aspekt, den ich mir durchdenke oftmals, ist das, was du angesprochen hast, Zentralität versus Dezentralität, oder? Möchte man alles selber entscheiden oder möchte man eigentlich eine andere Art von Unternehmenskultur aufbauen? Und unsere Unternehmenskultur war schon immer sehr, sehr dezentral. Also mein Ziel ist, auch eine dezentrale Struktur aufzubauen mit eben verschiedenen Profit-Centern, die vielleicht auch verschiedene Partner haben, die sozusagen das Baby als ihres sehen und sagen, ich will da quasi dieses Owner-Mindset etablieren innerhalb einer dezentralen Unternehmensstruktur, um einfach auch das Management möglichst so intelligent wie möglich eben abzubilden und die Entscheidungen möglichst dezentral zu halten, um nicht immer nur alles abhängig ist von vielleicht 2, 3 Leuten in der Firma, sondern dass die Firma langfristig eben auf dezentral von sehr talentierten Menschen geführt wird und diese Vision eben weiter lebt. Ich glaube, das ist das Ziel, was ich mir selber gesetzt habe für die nächsten Jahre, dass man da sind wir auch auf einem guten Weg. Da haben wir zum Beispiel ganz viele Kollegen jetzt bei uns in der Firma, die da eben dieses Owner-Mindset und dieses Unternehmerzeug haben in sich und diese Talente eben zu finden, sie zu entwickeln, sie bei uns zu integrieren in einer Firma als Partner, als Mitinvestor, wie auch immer. Das ist eigentlich das, was mich glücklich macht und was ich auch erzielen will langfristig. Kann ich absolut bestätigen und vielleicht ganz kurz ergänzend, mir hat einfach diese Schnelllebigkeit und diese Wandlungen und dieser rasende Fortschritt einfach nur gezeigt, wie, oder meinen Respekt gegenüber den OGs und den alten Oldschool-Unternehmern oder den absolut sehr erfolgreichen nochmal den Respekt nach oben geschraubt. Jetzt ist ja leider auch Charlie Munger vor 2 Tagen verstorben im Alter von 99. Wir haben dass einige man da, Ideen von ihm implementiert. Ja, nein, absolut. Und dass man da schaut, es war ja dann auch in der Zeit, man denkt jetzt immer, bei uns ist alles im Wandel, aber wenn man sich anschaut, ob man vom Ersten Weltkrieg bis heute, da gab es ein paar Zyklen, absolut, die durchlaufen absolut wurden und Veränderungen wirtschaftlich, technologisch, politisch. Und Charlie Munger hat das selber gesagt, dass man sich neu erfinden muss. Und er als Berkshire Hathaway sich durch diese dezentrale Unternehmensstruktur immer neu erfinden musste. Und viele Firmen sind ja auch quasi... Das waren ja 60 Jahre, oder wie lange haben die dann das erfolgreich? Das ist eigentlich... Also und es ging nur, wenn man halt... Also es gab ja so viele strukturelle Trends, die sich geändert haben. Ja. Nur weil sie sich neu adaptiert haben durch diese dezentrale Unternehmensstruktur. Wo teilweise Firmenbereiche abgestorben sind, aber dann neue Firmenbereiche noch stärker gewachsen sind. Dieses Minus quasi überkompensiert haben. Dieses Firmenkonstrukt hat deshalb auch
überlebt, weil sie halt in der Lage waren, quasi die richtigen Manager zu finden, die richtigen Unternehmer zu finden, die dann die Grenze erkannt haben. Für mich, wenn man auch selber so ein bisschen da einfach die Praxis spürt, in einem sehr, 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 sehr kleinen und minimalen Scale im Verhältnis zu den Großen, dann Wahnsinnsrespekt. Also absolut. Brutal. Das, absolutes Vorbild. Weil man sieht auch schnell, man kann so einen Konzern auch schnell aufbauen, heute durch verrückte Bewertungen, durch Software, dann ist das Ganze ein riesen Blowfish und geht 5 Jahre gut, kann man trotzdem sehr viel Geld verdienen, ob jetzt Krypto, NFTs, bis vor kurzem gehypt, jetzt hört man nichts mehr, weil einfach viel heiße Luft dahinter war, nicht überall, aber es gab Sachen, die einfach aufgeblasen wurden und negativ beeinflusst, um einfach da irgendwo Geld rauszuschlagen, aber wo kein nachhaltiger Mehrwert dahinter ist. Ja. Und dann ist sowas immer kurzlebig. Ja. Und da kann man dann kein Legacy und rückblickend sagen, wow, da habe ich meinen Impact hinterlassen oder habe da die Welt so ein bisschen verbessert oder habe was lernen können. Deswegen da die Jungs, also absolut. Das merkt man erst dann, wenn man auch in dieser Änderung ist, wenn dann mal Dinge gut und dann wiederum schlecht laufen, wie schwer das doch ist und dass man nie fertig ist. Ja. Man hat nie ausgelernt und im höchsten Alter ist man immer noch, muss man neugierig bleiben. Absolut. Und das muss man echt auch lernen von Warren Buffett und von Charlie Munger, dass die da auch im höchsten Alter sich neu erfinden konnten, neu dazulernen konnten, ihre alten Werte aber dennoch positiv als Stärke eingebracht haben und auch das Thema, dass er da wirklich und auch sehr geduldig sind. Als Menschen einfach sehr geduldige Menschen, die eher den langsamen, aber sicheren Weg gegangen sind und dennoch dann auch die Risiken, auch wenn sie intelligent bepreist waren, dann doch gegangen sind. Also da kann man sich eine ganze Scheibe davon abschneiden. Ja, nee, absolut. Vielleicht abschließend, jetzt haben wir die doch schon sehr viele Punkte abgedeckt. Jetzt kommt ja so langsam auch die Weihnachtsstimmung, Weihnachtszeit. Hast du dir irgendwelche Vorsätze genommen für 24 oder hast du da schon ein Ziel oder dir gesagt, ey, das muss dann gerne klappen, das steht schon oder bist du eher noch in diesem, fahre ich jetzt noch alles ins Ziel und schließe das Jahr 23 erstmal erfolgreich ab und ruhe mich dann hoffentlich ein bisschen aus und gehe dann wieder frisch gestärkt ins 24 oder gibt es da schon so ein Big Milestone, den du tackeln willst, den du da hast, den du vielleicht schon verraten kannst oder auch nicht? Oder fällt dir da was ein? Also ich würde sagen, die Milestones, die Big Milestones für unsere Company, würde ich sagen, waren echt dieses Jahr auch mit Affoltern und Interlaken. Und ich bin froh, wenn wir zunächst alle gesund bleiben, wenn unsere Kollegen alle gesund bleiben fürs neue Jahr und wenn wir vielleicht auf Basis eben dessen, was wir schon geschafft haben in der Vergangenheit, dass wir dieses Thema stabilisieren, weiteres profitables Jahr eben abschließen können nächstes Jahr. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn auch unsere Partner, Kollegen im Maklerbusiness in Deutschland, aber auch in der Schweiz, ihre Projekte, mit denen wir gemeinsam zusammenarbeiten, auch erfolgreich abschließen können. Das sind ja doch einige Projekte, die angestoßen worden sind. Und das wäre so mein Wunsch für nächstes Jahr, dass, sage ich mal, sich das Ganze so ein bisschen hoffentlich stabilisiert im Markt, sodass dann auch das Geschäft nochmal ein Stück wachsen kann, vielleicht ein Stück noch mehr wachsen kann als dieses Jahr und dass wir am Ende des Tages alle gesund bleiben und uns auch gut erholen können fürs nächste Jahr, weil dieses Jahr war doch auch sehr intensiv und wir haben wirklich auch sehr, sehr stark Gas gegeben. Das kann man so, glaube ich, sagen, oder? Das sagen wir jedes Jahr, das ist das Problem. Das sind Vorsätze, die wir uns zwar setzen, aber die wir nicht einhalten, leider. Das Erholen und Runterfahren habe ich letztes Jahr vergebens auch probiert, hat nicht so gut funktioniert. Das stimmt, wobei ich glaube, dass jetzt nächstes Jahr wird das, glaube ich, vielleicht ein Tick eher möglich sein, weil natürlich dann auch das Geschäft mit 2 Hotels im Bestand oder 3 Hotels mit dem Bergratz eigentlich, kann man sagen. Genau. Dass dieses Geschäft schon relativ stabil auch ist, weil auch die Lagen sehr gut sind von den Liegenschaften und dass man da in Kombination mit dem Beratungsgeschäft, was wir haben, was ja doch dann manchmal etwas volatiler sein kann, dass es da einen guten Mix gibt, wo man sich dann auch vielleicht doch mal etwas mehr Freizeit gönnen kann und etwas mehr mal vielleicht, wenn man dann wirklich merkt, dass man am Limit ist, dass man dann etwas zurückschaltet. Das hatten wir uns letztes Jahr auch gesagt, das weiß ich, aber ich glaube,
dieses Jahr, glaube ich, mehr dran als letztes Jahr. Okay. Nee, das ist gut. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Als Abschluss, als guter Vorsatz. Und ja, ich glaube, dann sind wir damit schon eigentlich zum Ende gekommen und zu unserem Austausch. Ich glaube, wir könnten da immer sehr, sehr lange weiter philosophieren. Ich weiß auch gar nicht, zeittechnisch, wo wir da stehen. Sind wir da schon bei einer Stunde drüber? Oder? Also, was kurz vor noch. Sind wir noch halbwegs gut in der Zeit, haben nicht extrem überzogen. Aber waren auf jeden Fall spannende Themen und ein spannendes Jahr, dynamisches Jahr, intensives Jahr. Lehrreiches Jahr. Sind dann auch froh, wenn es dann auch rum ist, kann man so offen und ehrlich sagen. Aber ich glaube, also so geht es mir. Ich freue mich in jedem Fall aufs nächste Jahr, auch durch die neuen Projekte. Und es ist immer wieder anders und es ist schön, dass es immer abwechslungsreich bleibt. Deswegen ist es trotz hoher Intensität nie zermürbend oder negativ, sondern immer anders von Tag 1. Man lernt immer was dazu. Seit 2019. Macht auch immer Spaß. Deswegen blicke ich dem Ganzen doch sehr, sehr positiv entgegen. Und da ich persönlich auch großer Fan von Interlaken und dem Bödeli bin, weil es einfach ein schöner Ort ist, wo man wirklich Ruhe um einen spürt und sehr, sehr freundliche Menschen vorfindet und trifft und wunderschöne Natur, kann ich nur jedem jetzt nicht nur in unserem Interesse, aber auch allgemein empfehlen, da mal im Sommer oder im Frühling Interlaken zu besuchen, ist in jedem Fall ein Wochenendtrip wert. Absolut. Und gerne im Chalet Suisse bei Mantos ab 9. Januar dann mit meiner Wenigkeit vor Ort, können wir so sagen. Und ansonsten wünsche ich allen nochmal einen erfolgreichen Dezember und Endspurt, sodass auch sowohl bei uns, aber auch alle, die das Video sehen, alle erfolgreichen Projekte dann abgeschlossen werden und wir uns dann alle wohlverdient in den Weihnachtsurlaub begeben können und Zeit mit unseren Liebsten verbringen können und dann auch runterfahren können ein wenig, um dann im neuen Jahr wieder anzugreifen. Bleibt spannend. Auch von meiner Seite vielen Dank für das Vertrauen, für die Zusammenarbeit in 2023, in einem turbulenten Jahr, kann man sagen. Ich wünsche auch allen Partnern, Kollegen, Familien alles Gute und bin froh und freue mich sehr auf das nächste Jahr, auf die neuen Herausforderungen und bin sehr optimistisch, dass wir da sehr erfolgreich sein werden. Perfekt, alles klar. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Tschüss.